ich melde mich. Aber habe ich so eine gute Position, dass ich fast stehe? Da, Norbert, ich mache einen Wildschwein einmal tot. Hoppla. Jetzt haben wir es drinnen gehabt in der Spalte. Alter! Ich bin gleich tot, Alter. Ja, oh. Dann geh weg. Jo. Hallo Pumba. Okay, ist tot. In the jungle. So, gehen wir weitersuchen. Meistens gibt's auf dieser Insel irgendwo eine Kiste. Da oben rechts habe ich was Blaues gesehen. Okay. Bist du fast tot? Eigentlich? Nein, jetzt nicht mehr. Also das Leben ladet sich auf. Wir müssen jetzt schon langsam zurückkommen, weil der Wind hat gedreht von der Insel weg. Also ich treibe jetzt immer ein Stückchen raus. Okay. Shit, da ist das Urinteressantes gewesen. Okay. Ja, passt, wir müssen sich Anker bauen das nächste Mal. Also aber du läufst falsch. Wir müssen jetzt wirklich kommen, sonst... Ja, dann bauen Anker, Alex, wir haben einen zum Bauen. So, ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Okay. Für Anker fehlt mir Sal. Hast du alles verbraucht? Das, was ihr mir gegeben habt, ja. Okay. Vielleicht sollten wir immer was in Reserve halten, damit das nicht passiert. Ich sehe das Boot gar nicht. Ja, ich würde sterben, bis wir dort sind, wahrscheinlich. Wo war das? Der Händler war doch vor uns. Ich kann dir nicht helfen, aber ich muss das Boot erreichen. Ich will nicht, dass wir beide dann kein Ding haben. Achso, du bist eh da. Der Händler war vor uns, ja. Aber hinter uns sehe ich kein Floß mehr. Wie schlecht hast du das Spiel manchmal? Bin sicher in die falsche Richtung jetzt gegangen, aber ich sehe das Floß nicht mehr. Da hinten! Ah, da! Wow, ich werde sicher sterben. Kommt sicher daher gleich. Wenn er bei dir ist, sag's mir. Okay. Ich möchte zuschauen. Oh, easy. Gerne, hä? Ah, da unten ist das Inventar. Jetzt sehe ich's. So, dann mal aus dem Trinken. Shit, ich brauch aber auch. Ich brauch, ich hab keinen Speer mehr. Kein Speer mehr? Ekelhaft. So, wie viel halt Zahl? Ja, mit der Räume eh schon wieder raus. Nehmen wir dann wieder Kurs. Auf diesen ganzen Müll da hinten. Ja. Jetzt brauchen wir mal Holz. Ja, wir treiben hin. Der Mond ist so schön. In der heutigen Natur. Ich was weiß nicht, was ich sagen. Was steht eigentlich besser? Was? Achso, da ist die Wildschirmkopf ja auch. Was? Jetzt hat er nicht ausgerüstet.
einmal den Windschirmkopf eigentlich haben? Ich will wissen, wie der ausschaut, wenn man den aufhat. Man sieht nämlich gar nichts. Also, du meinst, man sieht ganz normal oder was? Ja, beim Hai siehst du die Haizähne. Ah ja. Ach, sieht die Haizähne? Okay, das wusste ich gar nicht. Schau, Alex, komm her. Ich drop dir mal den Haikopf. Aha, okay. Geil. Willst du den Hai haben? Oh nein, passt schon. Willst du den Wildschirmkopf haben, Norbert? Kannst du euch behalten, wenn du magst. Ja, dann da ich dir mal den Wildschirmkopf. Ich gebe den Hai in die Kiste. Jo. Jetzt habe ich eh lang genug den Hai getragen. Wir können ja untereinander tauschen. Der Hai ist hinten. Ich habe halt kaum Speer. Okay, Alex ignoriert mich. Boah, bist komm du schon. Dort? Ich bin auf der anderen Seite. Und ich muss was essen, sonst gehe ich ein. Ist eh schon zu spät. Oh, er hat das Boot gedreht. Warum, oh, dass wir vielleicht genau in diese Strömung kommen? Da hätten wir eh noch Ananas Samen gehabt. Ah, da drüben ist die Insel. Wir machen Ananas Samen, wenn du willst. Ja, aber ich hätte gern die große Kiste da hinten noch. Aber warte, ich schieb einfach kurz hin. Ich habe eh genug Leben. Es kommen so wenig Palmblätter jetzt immer. Ja. Wie lange der Hai mich nicht angreift. Ich sehe den noch schon lange nicht mehr. Alter, der hat vorhin gerade unser Boot vernichtet. Ja, ja, aber da hinten irgendwo, sonst habe ich ihn in der Nähe nicht mehr gesehen. So, ich brauche wieder eine Dings. Ich brauche Stein, weil ich brauche wieder eine Spitzhacke. Eine Steinspitzhacke. Zack. Die Auffangdinger haben in letzter Zeit auch nichts wirklich was abgeworfen. Alter, ich tue die ganze Zeit ernten, dass sie nichts abwerfen. Da ist eine Insel vor uns, eine kleine. Alex, du hast, ich gebe dir wieder 8 Seile in die Kiste. Ja. Die ganz rechts die Kiste. Lass dir jetzt einmal dann auch Reserve. Für den Anker zum Beispiel. Ja, so ein stationärer Anker wäre dann wirklich nicht schlecht. Weil den können wir immer wieder verwenden halt. Ja. Und danach für eine so eine bessere Axt. Nicht Axt. Nein, shit, ich habe gerade meinen Wurfhaken weggeschmissen. Fabian. Du bist echt der Kick. Da wen haben wir da? Es findet das behalten, oder? Wo liegt er? Da. Also da. Okay. Wir wollen eh sparen für alles, was gut ist. Norbert, also wir wollen ja eh für alles das machen. Ja, eh. Sodeli. I know. Also jetzt fahren wir schon wieder da vorbei. Erst. Boah. Alex, ja, ich gehe auf die Insel. Leider. Genau. Kokosnuss. Aber da komme ich nicht hin. Oder kann ich die so runterholen? Ja. Den könntest du auch genau auffüllen.
mache ich alles, weil es auch schon gut Planken und Palmenblatt gibt. Oh, Mangosamen. Mango ist geil. Ah, wir haben jetzt wieder keine Holzplanken. Ich frage mich, ob es hier irgendwas gibt, was man hier auf diesen Insel noch mitnehmen kann, bevor ich immer gehe. Oh, ja. Batsch. Scheiße, zu spät. Kannst du vielleicht ein bisschen auch Holz in die, ins Wasser legen? Ich komme gleich. Danke. Der ist nervös, der Bur. Ich tue die Beete gerade gießen. Dass wir nicht verhungern vielleicht. Oder was war das für ein Schub? Ich suche jetzt gerade mal kurz unter Wasser, ob es irgendwas gibt. Ich habe nämlich gerade eine Riesenmuschel gefunden. Boah. So, ich bin dann ready. Was ich ein bisschen komisch ist, finde, dass man hier keine Fäuste benutzen kann, zum Beispiel auch. Was will er benutzen? Fäuste. Du kannst was anderes benutzen, wenn du magst. So, was denn? Ja. Ah. Das darfst du jetzt aussuchen. Na gut, ich treibe uns raus, Alex. Ja. Ich versuche das gerade. So halt nicht, oder so. Der Wind geht dann in so die Richtung, müssen so irgendwie. Was? Ups! Musst du mich immer gleich anschauen eigentlich? Ich muss sagen, diese Breite hat halt den gewissen Vorteil, dass wir irgendwo immer hängen bleiben, dann auf Inseln. Dann habt ihr unser Essenskoch wieder. So. Wenigstens das schaffe ich. Aber noch als nächstes kannst du die Heißsachen rauflegen, die bringen urgut. Ja. Erst, du hast einen Metallbahn, Alex. Was habe ich? Einen Metallbahn. Ich habe einen gefunden, ja. Stimmt, das hast du letztens schon gesagt. Ja. Weil irgendwas könnte man damit. Wir könnten eine Schaufel damit bauen, bevor wir was anderes machen. Mit dem Metallbahn, wie ihr wollt. Weil ich finde die ganze auf der Insel Sachen, für die ich ja zum Schaufeln noch könnte. Schaufeln. Also ich glaube, dann könnte man nur lassen Ziegel machen. Ja. Ja. Wofür ist der gut? Ja. Sorry, wolltest du gerade die Kartoffel nehmen? Hier. Nein, nein, ich wollte keine, ich stehe nur da. Also. Schau mich in der Gegend um, wo man hin, wo es wieder Loot gibt. Ich glaube, da schauen wir ziemlich gut die Richtung gerade. So, dann eben. So, ich mache wieder ein paar Seile. Also Erdäpfeln gehen eigentlich fix. Bringen halt noch wenig. Ja. Na gut, du fährst die Menge. Norbert, da ist jetzt auch ein Mangosamen dann in der Kiste.
Und diese weißen Blumen, die kannst du wegschmeißen, die brauchen wir dabei nicht. Die habe ich bis jetzt ehrlich immer über Bord geworfen auch. Achso, weil da waren wieder welche in der Kiste. Okay, vielleicht sind mal welche dazu, aber die letzten paar habe ich. Umweltsünder. Sind eh Blumen, sehr biologisch abbaubar. Da stimme ich ihm zu. Jetzt kann er recht dazu abstimmen. Alter. Er muss immer frech sein, oder? Ah, 20 ist das höchste. Aber Norbert, ich sagte, ich bin nicht jeden Tag jetzt so flexibel wie heute. Zum Beispiel Delfine unter uns jetzt. Ich schau mal kurz runter. Aber ich sehe nichts. Ist viel zu tief, da muss ich. Wasser. Ist der hier oben oder was? Ja. Ah, shit. Achso. Ich muss die gelben Samen so über Wasser haben, dass unser Floß nicht mehr berührt. Aber sonst sammeln wir ihn immer wieder auf. Ja. Ah, der ist schon wieder buggy, der Vogel. Ich hätte ihn gerne für die Federn gehabt. Das mit den Delfinen ist halt urgeil. Warst du jetzt unten da? Ja, aber sieht nichts, ist viel zu tief unten. Erst der Norbert ist urgerne der Koch irgendwie, gell? Habe ich das Gefühl. Wieso? Weil du auch in die, weil du eigentlich auch in 7 Days gekocht hast und jetzt wieder. Achso, stimmt, ja. Und diesmal habe ich nicht mal gesagt, dass du kochen musst. Tja, ist schon so automatisch. dass ich mir da die Schürze umbind. Na, ist die wichtigste Aufgabe am Deck. Wenigstens mal was geht, ist was sinnvoll oder? Ist. Was? Halt die Taste, um aufzunehmen. Die ist buggy. Echt? Ich sehe das nicht. So, ah, check. Okay, super. Genommen. Krass, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen, deswegen habe ich gefragt, ob sie buggy ist. Aber die Delfine sind noch immer da. Kann auch sein, dass es passiert. Kann auch sein, dass Neues vielleicht. Nicht. Ich glaube, ich werde mich jetzt dann einmal konzentrieren auf den inneren Ausbau sozusagen, während du den äußeren machst. Dass so wenig Palmblätter kommen. Ich versuche jedes Palmenblatt, was vorbei fährt, aufzusammeln. Wie viel gibt der Baum eigentlich? Nur ein paar Stück. Okay. Ich glaube, dass er sich das rentiert, müssen wir viel mehr machen. Aber so viel zwischendurch halt einmal gratis Loot, sag ich mal, ist ja ganz okay. Ja. Bringt das was, halt die Schaufel, glaubst du, Alex? Ja. Okay, passt. Dann crafte ich die jetzt, ja? Ja. Alex, schau mal. Nicht viel, aber doch. Ja. Jetzt haben wir eh schon viel. So. Da hinten ist ein Floß. Oh fuck. Vor uns ist eine Insel. Da hinten ist eine Insel. Ja.
Ich würde sagen, das Floß und dann die Insel, oder willst du einfach das Floß okay. auslassen? Wasser, nein, ich rutsche erst auf. Was? Was für Loot bis jetzt oben war? Ja, es war schon mal was Gutes oben. Du müsstest schon so viel Kunststoff jetzt haben, glaube ich, gell? Kunststoff habe ich wirklich viel. Ja. Das brauche ich nicht. Doch mal ein bisschen was. Bitte. Zack, zack, zack. So viel brauche ich nicht. Ja, auch. Ah, die Vogelscheuche wird auch kaputt, klarerweise. Ja, ja. Die Vögel greifen mal die Vogelscheuche jetzt an. Achso, das ja. habe ich irgendwie nicht behirnt, dass das passiert. Ja. Ah, ich glaube, die Mango kann ich auch nur dort in den ganz großen geben. Oder? Nein, den ganz. Oh ja, stimmt, kann sein, weil das, ja. war, eine das war ein Baum, den ich abgeerntet ja. habe. Ja, kann ich auch nur in den großen angeben. Das entweder wir bauen dann ein zweites Beet wie sowas. Das war halt urteuer, glaube ich. War das teuer? Schauen wir mal.